geht einfach nicht mehr. Wir müssen jemand anderes einstellen. Wieso jemanden einstellen, Mann? Das klappt doch perfekt. Ja, aber das auf Dauer ist das einfach zu viel für eine Person, Alter. Ja, wenn du denn bezahlen möchtest, dann kannst du es gerne machen. Ne? Aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt hier den Podcast weiter aufnehmen. Reden am Limit, der Podcast deines Vertrauens. Ja? Ich habe einen Job für dich. Alles klar. Ich erledige das. Bin ich. Scheiße, Mann. Alter, ey, sorry, Mann. Nimm's mir nicht übel. Ich musste dich entführen. Alter, jetzt müsst ihr einfach nur Fragen brauchen. Ich hätte eh Bock gehabt auf den Job. Mir ist einfach eine Sicherung durchgebrannt. Hier, Tobi macht hier einen auf zweiter Cutter und der ist, ehrlich gesagt, absolut keine Hilfe. Und ja, dann musste ich dich halt entführen lassen. Und außerdem hätten wir sonst dieses mega logische Intro nicht drehen können. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, macht's schon Sinn. So, was geht ab, Leute? Jetzt ist es endlich soweit. Der Adrian ist da. Servus. Natürlich freiwillig. Ne? Natürlich. Mehr oder weniger freiwillig. Also wir haben ihn nicht entführen lassen. Und es war jetzt natürlich nicht nur der Jens, der das wollte, sondern wir alle wollten das, dass jetzt hier der neue Kameramann, Content Creator, wie auch immer man es nennen will, hier mit am Start ist und wir sozusagen jetzt wieder vier im Team sind. Um dich, sag ich mal, richtig in unser Team zu integrieren, haben wir uns natürlich was Spezielles gedacht. Wir wollen heute ein Spiel spielen, das der Jens vorbereitet hat. Er freut sich schon den ganzen Tag darauf, dass wir dieses Spiel spielen. Ich bringe mal das Mittel für dieses Spiel in die Cam, oder? Ja, der Ehren-Jens mit seinem Ehren... Was ist das? Wirklich geisteskrank, ne? Ich leg das mal hier so in die Mitte. Wir spielen jetzt nämlich ein Quiz. Wir machen wahr oder falsch. Genau, wahr oder Elektroschock? Wahr oder Elektroschock? Also schön, dass du dich auf jeden Fall eingelebt hast in Campen. Ne? War schön, dass du da warst. Direkt zweiter Arbeitstag, direkt meinen Arm verloren. Auf jeden Fall. Schneid jetzt nur noch mit dem rechten Arm. Hier, Edding für dich, Edding für dich. Dankeschön. Ihr seid soweit. Wir sind soweit. Okay, die erste Frage ist ein bisschen YouTube bezogen. Und zwar, wie viele YouTube-Videos sind dieses Jahr auf dem Daniel Abt-Channel veröffentlicht worden? Oh, ich will eine Antwort, ich will eine Antwort. Der erste Schocker, der erste Ach Schocker. Gott, ich hab keine Ahnung, Mann! Und? Okay, umdrehen. 14. Oh, es sind 37. Was? Ernsthaft? Haben wir so viele Videos gemacht schon dieses Jahr? Ach, halt doch. Junge, ja, der wurde rausgehastet. Das ist ja schon so lang. Das heißt, was haben Adrian, wir denn? Adrian den ersten Schocker. Ah! Test. War ich dran? Doch! Ja? Reinkommen war es okay, aber. Der Schocker zum Reinkommen. Aber der muss natürlich schon ein bisschen mehr zwirbeln beim nächsten Mal. So, und zwar, wie viele Views hat Adrians Bewerbungsvideo? Stand jetzt. Oh, fuck. Ich will eine Zahl, ich will eine Zahl. Und? Bitte Auflösung. 69.000. Was? Was? 34.000. Oh, fuck, Adrian hat sich ein bisschen überschätzt. Fuck, es waren 69.000. Es waren 29.000. Ach Gott. Ah! Mann, ey, das ist so weird. Aber es klingt viel schlimmer, wie die Reaktion ist, ey. Ja, wir waren jetzt mal andere Stelle. Denn jetzt die Angst also, wir wechseln jetzt die Stelle mal, ey. Jetzt musst du irgendwie. Ach so, Knie okay. Oder so. Ich glaube, das YouTube-Thema liegt gerade dir nicht so. Ich gehe dir mal ganz kurz ab. Einfach so, vielleicht liegt dir das besser. Und zwar, wie viel darf ein Boxer der Fliegengewichtsklasse maximal wiegen? Gar keine Ahnung. Okay, und Auflösung? 60 Kilo? 58 Kilo? Und es sind 50,5. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Was, wer wiegt denn 50,8 Kilo? So, komm mal her, mein Lieber. Mein Lieber! Ich sag's dir, ich werde ohne einen Elektroschocker nicht rausgehen. Abbruch! Adrian wird's zerstören. So. Ja, was jetzt? Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal. Wir machen jetzt mal hier irgendwas. Fein. Hier so. Hier da. Ah! Fuck, Alter! Ganz normaler erster Arbeitstag, würde ich mal sagen. Ey, ich will jetzt auch schocken.
Okay, ich habe versucht schon ein bisschen hier dir in die Karten zu spielen, das hat noch nicht so geklappt. Ja, geht so. Ja, aber 50 okay, Kilo, okay. Ey. Wie viele verschiedene Desktop-Applikationen bietet die Creative Cloud von Adobe, mit der wir arbeiten? Ich weiß nicht. 17. 29. Ich hab wieder gewonnen. 29. Ey, leck! Da war die Formel als oh, das ist ja was ganz anderes. Ich den Puls checken von Adrian, aber noch leben. Ich komm, ey, langsam hab ich richtig Spaß an der neuen. Abbruch jetzt, ja. Alter, mein Arm. Wie viele Instagram-Follower hat der besagte Kameramann, dieser krasse Kameramann von Dani Abt, Jens Rosé, aktuell? Hab ich doch neulich erst nachgeschaut, oder? Ich hab doch neulich erst... 5.450. Was hast du? 6.000. Oh, Dani hat schon wieder richtig. Das gibt's doch nicht. Wieso hast du... Oh. Wie viel? 5.775. Junge, Alter, was denn Leben, ey. What a time to be alive. Ey, das ist immer noch hier. Oh. Was hast du jetzt auch so? Entweder so seitliche Rippe auf entspannt. Also, entweder ganz entspannt die seitliche Rippe oder. Ich nehme oder. Okay, okay, Oberschenkel. Oberschenkel, ja, komm. Ah, Alter! Daniel 1000, Adrian 0. Okay, wir haben noch zwei weitere. Geile Spiel. Ja, geil. Jens, Gehaltserhöhung ist da. Ey. Wie viel wog der schwerste Mensch der Welt? Ich bitte um Antworten. Voraus, voraus, voraus. 634 Kilo. Wie viel hast du? Ich hab 380. Digga, ich hab extra so. Ja, aber. Als ob man eine halbe Tonne wiegt. Als ob. Wie viel? Eines Höchstgewichts von ungefähr 560 Kilo. Ich hab gedacht, 300 ist ja schon viel. Unfähig, sein Bett zu verlassen. Ja. Alter, das ist ja ein Megaspiel, wirklich. Also das Spiel macht wirklich Spaß. Ey, ich kündig. Warte. Warte. Ey, aber wenn die einen Krampf kriegt. Ja, mach. Ah. Mal zwischenfragen, wie gefällt es dir so bei uns? Ich will so eine scheiß Frage machen. Ich habe noch zwei Schätzfragen hier. Ich will eigentlich, dass du noch einmal richtig schätzt. Ja, will ich auch. Von daher mache ich es jetzt einfach mal. Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? Ich will antworten. 3, 2, 1... 180 Stunden. 180? 118. Ah, du darfst schon gewinnen! Du darfst schon gewinnen! 266 Stunden. Ernsthaft? So. Aufgestellt von Daniel Abt. Ich weiß, was einer erwartet. Ja, ich habe jetzt schon meine 10 Schock Ernsthaft. Ja, die ja schon abgehärtet. Also, hier ist der professionelle Buzzer. Mhm. Ihr kennt es alle, wahr oder falsch. Ich werde jetzt eine Frage stellen. Ihr dürft jederzeit draufschlagen und dann rufen wahr oder falsch. Simples Spiel. Wenn man richtig ist, darf man schocken. Wenn man falsch ist, wird man geschockt. Einmal bitte einen Testschlag auf den Buzzer. Ja, okay, gute Reaktion. Du bist jetzt wach. Auf, yeah. Du bist geschockt. Du bist Unsere Videos, also auf dem Daniel Abt-Kanal, werden in der Kategorie Autos und Fahrzeuge hochgeladen. Na. Nein. Oh, der Daniel Abt-Kanal hat 350.000 Abonnenten. Bah! Ey, das geht gleich weiter. Ich hab einfach... Junge, hast du es gesehen, Alter? Das Video Abt VW T6.1 hat mit 93% die schlechteste Like-to-Dislike-Ratio in diesem Jahr. War. Ganz ehrlich, du musst halt besser schätzen. Da muss halt. Als wir in Schweden den ekligsten Fisch der Welt essen mussten, hat Niklas fast kotzen müssen. Ist unter dem Video der Top-Kommentar: Zum Glück kann man durch YouTube noch nicht riechen? Richtig oder falsch? Ja. Scheiß drauf. Richtig. Ja! Der Gewinner am Ende darf dem anderen ins Gesicht schlagen. Als Papst
Franziskus noch nicht Papst war. Hieß er Jorge Mario Bergoglio. Und arbeitete unter anderem als Türsteher. Falsch. Nein, der war wirklich... Alles ab, ein Papst-Türsteher ist doch, im Leben nicht. War der Türsteher. Oh mein Gott, ey. Also wenn wir jemals wieder Malekam machen, weiß ich auf jeden Fall, wen wir nicht für Quiz-Sachen aufstellen. Okay, die ist anders, die Stelle. Also, wir veröffentlichen ja viele Videos mit Autos. Das erste veröffentlichte Video im Jahr 2020 war im Audi RSQ3 Sportback. Richtig. Ja! Es ist richtig, aber cool. Zeig mal her den Knöchel, du. Ah! Der ist eklig, ey. Ich glaube, der kniet sich. Das war hier als letztes bei dir auf jeden Fall. Also, es geht jetzt um den letzten Schock des Tages. Den hole ich mir. In der Regel hält der Akku von FPV-Drohnen meist nur 6 Minuten. Richtig. Es ist richtig! Ja! Boom! Was, mein Knie? Nein! Ja, klar. Nein, du bist so. Das Knie war nur ein Witz. Hätte ich niemals gemacht bei dir. Ah! Oh, okay. Oh Gott, die Stelle ist wirklich. Das ist wirklich die fieseste. Wirklich guter Einstand hier in den Arbeitstag. Viel zu viel Schock am Anfang gekriegt. Ja, Leute, das war ein bisschen Quatsch jetzt natürlich. Aber wir freuen uns darauf, wenn wir jetzt wieder Gas geben. Nächste Woche sind wir unterwegs, haben ein paar sehr exotische Autos am Start. Wir sind natürlich auch weiterhin fleißig hier live auf Twitch jeden Tag, für alle, die es noch nicht wissen. Da ist Action, wir haben den Abgecheckt-Kanal. Adrian macht jetzt den Abgezockt-Kanal noch. Also da ist jede Menge Content im Moment da und da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Genauso wie GTA Part 2. Und ja, unterstützt den Adrian. Heißt ihn willkommen. Ja, war ein schöner Start und ich freue mich auf die kommende Zeit auf jeden Fall. Freuen wir uns. Leute, bis dahin. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, Junge! Aus nichts, Alter! Ah! I'm all the way up! Peace, Alter, da bist du im Team. Skirt!